und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Beim letzten Mal haben wir versucht, hier die Siedlung so ein bisschen zu retten. Ein paar Aufträge erfüllt und ja, eigentlich wollten wir Freibriefe machen, haben uns aber für Nebenquests dann doch noch entschieden. Freibriefe kommen dann entweder in diesem Part oder ich mache sie offscreen. Mal schauen. Wir sehen es einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht mache ich auch einfach zwischendurch wirklich die Freibriefe und wir machen dann halt erstmal weiter Hauptstory. Und ich mache dann, sobald wir alle Klasse 15 haben, wechseln wir dann nochmal hier rüber und machen dann die Klassenquests. Ich denke mal, so werde ich das machen. Also dann Bestiarium und Freibriefe einfach jetzt erstmal so mache. Weil, ja, ich merke es. Es dauert doch sehr, sehr lange. Hätte ich so jetzt tatsächlich gar nicht gedacht, wie lange das in einem Let's Play dann dauert. Aber wie gesagt, Quest mache ich dann halt wirklich mit euch natürlich zusammen. Aber dann die Freibriefe halt alleine. So, dass wir zumindest ein bisschen vorankommen. Das heißt, wahrscheinlich machen wir hier nach am Ende, sofern wir keine Nebenquests mehr haben, dann wirklich noch Hauptstory weiter. Ah. Das fällt mir auch mal auf. Wir müssen ja MP wieder hochkriegen. Und damit sind wir Stufe 8. Stumpfsinn. Okay, Stumpfsinn kommt einmal damit hin. Naja, Level 8 zumindest schon mal. Nö, kann man sich nicht beschweren. Also es geht auch schlechter. So, dann einmal mit Kenrick reden. Hey, die Jungs mit der Abrissbühne sollten jeden Moment da sein. Bald steht hier kein Stein mehr auf dem anderen. Wir werden aus dieser verlotteten Zeltstadt ein modernes Residenzgebiet machen. Mit einem Komfort, der sich ein betuchter Eoseer nur wünschen kann. Da. Du siehst doch, ich habe zu tun. Verschwende mit deiner schmierigen Flugblätter. Hallo? Das sind doch die Pfändungsmarken, die meine Bediensteten an die Gebäude angerichtet hatten. Sag nicht, die hast du alle. Ja, verdammt, ich hätte es besser wissen, nicht auf die Söldner aus dem Sonderangebotskatalog zu greifen sollen. Na warte, das nächste Mal fahre ich schwere Geschütze auf. Haha. Einfach nur. Haha. Oh Mann. Kikipu, hallo, Kikipu. Kikipu. Puh, das ist ja gerade mal gut gegangen. Die schweren Geschütze, von denen Kenrick sprach, machen mir allerdings große Sorgen. Jedenfalls vielen Dank für deine Hilfe. Entschuldige, aber es kommt nicht so oft vor, dass jemand so nett zu uns ist. Du machst mich ja ganz verlegen. Dein erster Einsatz hat mir neuen Mut gegeben. Dies soll der erste Anfang unserer Revolution gewesen sein. Aber jetzt schlagen wir mit harten Bandagen zurück. Und dabei kannst du auf uns zählen, Kikipu. Wo kommt ihr denn alle her? Vor allem alle. Weil heute. Kenrick Zetern war ja nicht zu überhören. Das hat jeder hier am Weiler blind bekommen. Danke für dein Eingreifen. Der Typ hat das Fass schon lange zum Überlaufen gebracht. So ärmlich ist die Verhältnisse auch sein mögen. Wir hängen am Silberbazar. Naja, das will ich nicht unterschreiben, aber der Kerl ist trotzdem zu weit gegangen. Der Silberbazar bedeutet mir zwar eigentlich nichts, aber es gibt diesen Großkotz nicht das Recht, sich hier auf unsere Kosten zu bereichern. Der soll sich hier ruhig nochmal blicken lassen. Dann kriegt das mit Fafafono zu tun.
Ich danke euch. Und auch dir, Ash. Du hast uns so einen Mut gemacht. Die prächtigen bunten Gewänder und die reich beladenen Schiffe sind längst verschwunden. Aber wir sind noch hier und das aus gutem Grund. Solange wir den Basar nicht aufgeben, ist die Hoffnung nicht verloren. Für unsere Heimat, die so tapfer verteidigt hast, werden wir auch in Zukunft kämpfen. Oh, und keine Angst, ich habe keineswegs vor, dich einzig mit Lobliedern abzuspeisen. Hier, überbringe diese Nachricht meiner guten Freundin Momodi in Ulda. Ich wette, die hat genau die richtige Belohnung für eine fähige Abenteurerin wie dich. Ja, eigentlich speist du uns ab. Ganz eigentlich. Ja, wie gesagt, die Dinger machen wir dann ein andermal. Auge um Auge können wir eh noch nicht machen. Dann geht's einmal zur Nightkreuzung. Die kleinen Nebenquests machen wir dann halt zur Not auch später, wenn wir einen 15er Schar haben. Oder ich lasse halt zum Beispiel ein Level von Level 13 auf 15 zum Beispiel bei irgendeiner Klasse mehr aus. Und die machen wir dann einfach nur mit Nebenquests noch bis 15 gehen. Und danach ist es dann ja wirklich immer wieder ein Wechsel. Dann ist dieses explizite Leveln und Rumgesülze hier ja vorbei. Dann geht das Ganze schon deutlich einfacher von der Hand. Wir hätten uns da auch einfach hinporten können, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Ah, egal. Mila müssen wir auch noch Bericht erstatten. Mit Baderon müssen wir auch noch sprechen. Ja, ja. Da ist doch so ein bisschen was. Wow. Warte mal, sieht der von vorne auch so schön aus? Oh ja. Wow. Einfach nur. Wow. Okay. Du hast etwas für mich. Was mag das sein? Ja. Ein Brief, sagst du? Von wem denn bloß? Oh, von Kikipu. Was für eine schöne Überraschung. Lass mal sehen. Die Gute hat sich überhaupt nicht verändert. Als auf dem Silberbazar noch viel los war, habe ich sie oft besucht. Dann haben sie immer bis in die frühen Morgenstunden miteinander geplaudert. Meistens über Kerle, die wir gerade süß fanden. Kikipu gehört zum Basar, wie die Tafel zum Silber. Es gab kaum jemanden in Ulda, der sie nicht kennt. Daher wundert es mich besonders, zu welch rabiaten Methoden die Grundstücksspekulanten greifen. Ein Glück, dass du dieses Mal das Schlimmste verhindern konntest. Nun ja, solange Kikipu für den Basar kämpft, brauchen wir uns jedenfalls keine Sorgen zu machen. Sie wird das Örtchen schon wieder mit Leben füllen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du meiner Freundin geholfen hast. Hier, das nützt dir vielleicht auf deinen weiteren Wegen. Okay, dann nehmen wir das Geld. So, jetzt müssen wir noch zu den einzelnen Gilden. Weil da müssen wir noch die Aufträge abgeben. So. Amateur-Maturgen-Gilde. Hallo. Willkommen zurück, Ash. Du scheinst dich wacker geschlagen zu haben. Beide Augen sind noch vorhanden und dein Gesicht scheint unversehrt zu sein. Es ist ein wahrlich grauenhaftes Gefühl, wenn die eigenen Zauber durch abscheuliche Verletzungen unterbrochen werden. Das ist eine der einfachen Prüfungen, wenn du mich fragst. Halt dich fern von spitzen, schlitzenden und schlagenden Dingen, wenn du das Ende der Arkanen-Karriere dazu erreichen möchtest. Das weiß doch jedes Kind. Das Glück ist im Kämpfern Holz, die ihr Feuer aus der Entfernung steuern. Ich liebe es, die Abscheu im Gesicht von Gegnern in der Ferne zu sehen, die von meinem tödlichen Sprüchen getroffen werden. Muhahaha. Toll.
Wir Thaumaturgen sind Meister der Offensive, aber von Verteidigung verstehen wir nichts. Unsere effektivste Strategie besteht darin, unsere Gegner mit gewaltiger Kraft zu besiegen, ehe sie zurückschlagen können. Ehre ist etwas für Ritter und tote Magier. Ne, deine Studien scheinen Fortschritte zu machen. Nicht mehr lange und du wirst das Schlachtfeld mit deinem Zerstörungswut beherrschen. Oh. Also, ist das wahr, Pookie? Versucht nicht, dich zu verstecken. Bego? Oder du, Barney? Oder Betsy? Oder Boa? Kokobuki? Was machst du denn hier? Du hast das versprochen. Du hast versprochen, mich als nächstes zu unterrichten. Ja, natürlich habe ich das, Bussi, aber Elfie war äußerst hartnäckig. Und wieder einmal lässt du mich links liegen, in der Hoffnung, dass ich meinen Herzenswunsch aufgebe. Warum tust du mir das an? Ich hasse euch! Ich hasse euch alle! Bitte, Bussi, sprich nicht solche verletzenden Worte. Du weißt doch, wie sensibel Bio ist. Das war Kokobussi. Unser jüngster Bruder. Oh Gott, ich dachte, das wäre ein Mädchen. Er möchte unbedingt auch ein Zaumaturg, wie wir anderen werden. Das ist einfach nicht möglich. Der Äther ist sehr schwach ausgeprägt in dem armen Jungen. Wir dachten, wir hätten ihn überzeugt, sich mit seinem Schicksal abzufinden. Als er der Alchemistengilde beitrat, aber er strebt doch immer den Weg der Zaumaturgie an. Kokobussi ist so besessen davon, dass er jeden wachen Moment damit verbringt, experimentelle alchemistische Tränke zu brauen. Versuche nach einem Weg, seine Fähigkeiten der Arkanen-Manipulation zu steigern. Nun, das soll nicht deine Sorge sein. Zurück in den Abgrund, junge Taumaturgin. Und das meine ich auf äußerst motivierende Weise. Okay. So. Nett. Dann haben wir jetzt hier noch den Gladi, wo wir noch mit Mila sprechen müssen. Achso, und das goldene Luftschiff-Ticket haben wir auch noch. Das machen wir aber mal in einem extra Part. Vielleicht mache ich den, drehe ich den nächste Woche mal. Für deinen Extra-Part nur übers Goldsourcer werden. Weil Goldsourcer nimmt dann auch schon ein bisschen Platz in Anspruch. Da wir das aber auch für die Taler brauchen, ist es wichtig. Bella! Du bist zurück und wie ich sehe, ist an dir noch alles dran. Ihre scharfen Äxte sind hochgefährlich. Aber du hast den Marodeuren das Handwerk gelegt. Damit hast du deine erste Prüfung bestanden. Gratuliere. Ich werde dir noch weitere Prüfungen auferlegen, um dich in der Schwertkunst zu schulen. Es gibt viel zu lernen. Schriftfolgen, Balance, Angriffsmuster, Abwehrtechniken. Aber die wichtigste Lektion lautet, nichts ist stärker als das Schwert. Heute hast du erfolgreich gegen die Marodeure gekämpft und ihre Feindseligkeit auf dich gelenkt. Auch die nächste Prüfung wird dich etwas Wichtiges lehren. Aber dafür ist es noch etwas zu früh. Setz dich zunächst ein Training fort, Ash. Den Auftrag nehme ich jetzt mal nicht an. Das machen wir dann, wenn wir soweit sind. Ach ja, hier, diese Tänzer fehlen ja noch. Tänzer-Quest. Kann ich das aus der... Okay, warte mal. Ja, kann ich einmal entfernen. Wie gesagt, das mache ich dann bei Zeiten, kann ich den ja immer noch wieder annehmen.
Auf ins Vergnügen kommt später. Granatgladiator, Goldschmiedegilde. Machen wir das noch, damit wir zumindest die kleinen Nebenquests fertig haben. Es tut mir leid, das dauert alles ein bisschen. Hier bitte. Der Stirnraff für Zitzeriku. Einen Moment, Dame. Oh je, das ist mir ja so peinlich. Ich fürchte, es gab da ein paar Schwierigkeiten bei der Anfertigung des Stirnreifs für Zitzeriku. Uns ist während der Arbeit der Granat ausgegangen und wir warten noch immer auf die nächste Lieferung. Ich dränge mich ja nur ungern auf. Du könntest du Schiefergriff in deinen Minenarbeiter-Gilde die Situation erklären? In Unterlagen zufolge hätte er die Edelsteine gestern liefern sollen. Vielleicht hat er es nur vergessen. Okay. Wie gesagt, die anderen Quests, die dann hier noch so rumfleuchen, die machen wir dann zum nächsten Mal. Ich habe sie also nicht vergessen. Wir machen sie noch. Geht halt jetzt erstmal nur ums Abgeben. Dass aus der Übersicht da verschwindet. Mir steht der Sinn nicht nach einem Bierchen. Also beeil dich. Mir steht der Sinn nach einem Bierchen. Also beeil dich und sag mir, worum es geht. Die will wie viele verdammte Granate bei den 7 Höhlen? Mädel, die wachsen nicht auf Bäumen. Und dieser Junge, der sich selbst für den nächsten schönen Franz hält, sollte sich mehr um seine Schwertkunst als um sein Aussehen sorgen. Nun, ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass dieser kleine Schnösel sich in sein Granat kleiden kann. Wenn er dann bei seinem ersten Kampf drauf geht, hinterlässt er wenigstens eine hübsche Leiche. Haha. Ja, nett. So. Dann ist es jetzt nur noch das Ding mit dem Tanzen. Aber das kriegen wir auch hin. Oh. Hier ist auch so viel. Ja, wir haben hier noch so einiges. Einiges. Der Lehrer Guionox? Wer kennt ihn nicht? Ich habe gerade meinen Unterricht bei ihm beendet. Mit dem Tanz, den er mir gerade gezeigt hat, werde ich zweifellos eine Hauptrolle bei der nächsten Tanzveranstaltung ergattern können. Jetzt brauche ich nur noch ein passendes Kostüm dafür. Ob ich weiß, wo er ist? Wahrscheinlich ist er irgendwo in der Nähe der Ebene der Redner. Er wollte zum Luftschiff-Landeplatz, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Die anmutige Dame. Du möchtest Informationen über Gunnox, wie auch immer. Natürlich kann ich ihn. Er lehrt die zauberhaftesten Tänze weit und breit, aber denk bloß nicht, dass er jede dahergelaufen mit seinem Grazien beglückt. Er nimmt nur Schützlinge unter seine Fittiche, die bereits ein gewisses Talent vorweisen können. Falls du also den Plan hegen solltest, bei ihm die Lehre zu gehen, sollst du vorher ausgiebig üben und viel tanzen. So. Ebene der Redner, da geht's hoch. Es ist so langwierig, diese Quest. Aber es gibt dafür was Tolles. Das ist das Gute daran. Es gibt etwas Tolles. Hallo,
Zuckerzieldame. Du möchtest etwas über Gynox erfahren? Wusstest du zum Beispiel, dass er aus Körter stammt? Er scheint auch schon überall in Eosea gewesen zu sein, um Leuten das Tanzen beizubringen. Man erzählt sich, dass der Tanz, den er am liebsten unterrichtet, einen seiner adligen Ursprung hat. Einen sehr adligen Ursprung hat. Er soll sogar einen der persönlichen Residenzen des Papstes entstanden sein. Ich frage mich allerdings, warum ein Lehrer, der die edelsten Tänze an einer solch vornehmenden Einrichtung erlernt hat, sein Glück in der Ferne versucht und seine ganze Zeit mit Reisen verbringt. Ein Genie wie er würde in seiner Heimat gewiss mit Reichtümern überschüttet werden. Ja, das ist wirklich sehr mysteriös. Nun ja, jedenfalls scheint er in Urda in Kürze verlassen zu wohnen. Dabei wollte ich doch noch so viel von ihm lernen. Naja, wenigstens müssen wir dann von Jos nicht lange gehen. Hi! Gynox, suchst du? Nun, dein Suche hat ein Ende. Du stehst vor ihm. Mit welchem Anliegen könnte sich denn eine einfache Abenteuerin wie du an mich wenden wollen? Doch nicht etwa mit dem Wunsch, meine Schülerin zu werden? Amüsant. Aber ich werde dir aufgrund meiner Großherzigkeit dennoch eine kurze Audienz gewähren. Nein, erklären kannst du dich später immer noch. Zuerst möchte ich nur von deinem Tanz beglückt werden. Achso, warte mal. Na, was ist denn? Wenn du meine Schülerin werden möchtest, musst du mir jetzt erst mit dem... Achso. Center. Ich hab schon wieder die Katze vergessen. So. Katze. Die bleibt da jetzt einfach. Oho, das ist aber eine Überraschung. Zwar noch etwas ungeschliffen, aber ich meine, in deinem Innersten eine gewisse Begabung erkennen zu können. Du musst wissen, dass ich ein viel beschäftigter Mann mit unzähligen Schülern bin. Aber, in deinem Fall würde ich eine Ausnahme machen. Sollte der Tag kommen, an dem ich Ulda erneut mit meiner Anwesenheit beglücke, wäre ich durchaus dazu gewillt, die Einzelunterricht zu geben. Hallo, Amterin, hast du dein Tänzeljahr gefunden? Das ist doch der berühmte Soriono, wie auch immer. Hallo. Ich möchte unbedingt auf einer edlen Tanzveranstaltung meinen Können unter Beweis stellen. Ich bitte euch, Herr, macht mich zu einer begnadeten Tänzerin. Aha, du bist diejenige, die meine Schülerin zu werden hofft. Nun, bezahlen könntest du mich wohl kaum. Dafür reicht ein Blick auf deine... Ich bin mir nicht sicher, ob Kleidung das passende Ausdruck für diese Vulgarität ist, die du dir ungestüm um den Körper gebunden hast. Junge Dame, ist dir überhaupt bewusst, wer dir gerade die Ehre eines kurzen Gesprächs erweist? Der einzige, blablabla, der ausschließlich Schüler in die hohe Konstanz einführt, die bereits einzigartige Talente vorweisen können. Nun, zumindest scheint dir das Glück, heute zu sein, mich in einem seltenen Moment des Müßiggangs anzutreffen. Also denn, imitiere meinen Tanz und beweis mir, dass du meiner würdig bist. So einen grazilen Tanz habe ich bisher noch nie. Ich meine... Na was soll's. Gut, ich werde mein Bestes geben. Los geht's! Widerwärtig. Das Niveau deines Tanzes ist im perfekten Einklang mit deiner Kleidung. Und die könntest du auf der Stelle verbrennen, wenn das nach mir ginge. Bitte, aber die Choreografie war doch fehlerlos. Törichtes Ding. Das Wichtigste beim Tanzen ist nicht einfach die fehlerlose Nachahmung. Man benötigt das gewisse Etwas und du besitzt es nicht.
Du, Anton, zeig der Stümperin, wie es gemacht wird. Wir? Was? Hä? Wieso wir jetzt? Wieso zieht er uns damit rein? So wird das gemacht. So wird das gemacht? Meiner Meinung nach ist das nichts Besonderes. Aber trotzdem kann ich aus irgendeinem Grund nicht damit aufhören, ihr zuzuschauen. Liegt es vielleicht an der Technik? Nein, das kann es nicht sein. Ich glaube, ihr Tanz steckt irgendwie voller Leben. Das ist es. Ihr Tanz enthält eine gewisse Bedeutsamkeit, die nicht erlernbar ist. Es ist, als läge das Gewicht ihrer gesamten Lebenserfahrung in jeder Drehung, in jeder noch so kleinen Bewegung. Dies verleiht dem Tanz einen erstaunlichen Nachdruck, der keine Nachahmung, sondern ganz einfach Bewunderung sucht. Lol. Ah, genau so ist es. Dein Tanz hingegen ist oberflächlich und billig. Erschaffen für die niederen Instinkte betrunkener Schwachköpfe, ohne jeden Tiefsinn und bleibenden Wert. Junge Dame, bedenke deine nun folgende Antwort genau. Willst du deinen Traum von einem großen Bühnen-Eosias wegwerfen? Wie deine Stammkunden den leeren Krug Bier, den sie gerade noch grünend emporgehoben haben, um eine weitere Zugabe von dir zu fordern? Oder bist du bereit, den dornigen Weg bis zum Gipfel der Tanzkunst zu erklimmen? Ja, du hast richtig gehört. In meiner grenzenlosen Freigebigkeit habe ich mich gerade dazu entschlossen, dich zu führen. Als Lehrer, der stets... Was für eine unvergleichliche Ehre. Deine Darbietung beigewohnt haben zu dürfen, Abenteurerin. Lol. Könntest du mir einen Rat zu den richtigen Bewegungsabläufen bei Drehungen geben? Hättest du eine besondere Tanzausbildung? Wie geht's dir beim Tanzen? Was geht dir beim Tanzen aus dem Kopf? Ach, ich habe so viele Fragen. Aber die Tiefgründigkeit des Lebens werde ich wohl nur richtig begreifen können, wenn ich auch Abenteurerin werde. Ich will genauso werden wie du, Abenteurerin. Ich werde den Gipfel der Tanzkunst erklimmen in Form einer Abenteurerin, die nebenher auch noch singen und kämpfen kann. Ich werde zur Supertänzer-Abenteurerin. So, jetzt muss ich aber los zur Abenteurergilde und Mitglied werden. Vielen, vielen Dank, Abenteurerin. Das werde ich dir nie vergessen. Oh mein Gott. Er wurde einfach mal so eine Knie gelassen. Ja, genau. Loben für das Kind nicht. Ich wollte sie natürlich nicht wirklich unter meine Fittiche nehmen. Das versteht sie von selbst. Ich wusste natürlich auf den ersten Blick, dass sie besser bei den Abenteuern aufgehoben ist. Genau wie du. Also habe ich mit meiner Rede ihr Unterbewusstsein angesprochen und ihre Bahn sanft in deine Richtung gelenkt. So, mein Luftschiff und die nächste Stadt warten schon auf mich. Wie dumm von mir. Ich gehe mal und immer einfach in den Tanz fallen, den ich dir gezeigt habe. Ja? Bis dann. Ich bin guter Laune und so. Mhm. Ich denke sie auch einfach nur so. Leckenrolle. Juhu, Tanz der Höflinge haben wir erlernt. Ja, mein neues Tanzimod. Sehr wichtig für uns. Bader und sprechen, ja. Tanzimod. Ja, das ist mit Tanz der... ich habe jetzt oft gesehen. Tanz der Höflinge, was der macht. Das und dann haben wir hier noch den hier. Das ist nicht schön, ne? Ja. Gut. Ja, mit welcher Klasse machen wir das denn als nächstes? Druide dürfte sowieso in die Inni. Wir geben mit der Pike, gehen wir mal die eine Quest ab. Dafür reisen wir aber natürlich einmal nach Baderon. Wie gesagt, das Goldsurfer machen wir in einem extra Part. Ach stimmt, Baderon sollten wir am besten beim nächsten Mal machen. Dann machen wir einfach beim nächsten Mal die ganze Zeit Obstory. Wäre, glaube ich, eine ganz gute passable Idee. Gott, bin ich müde. Ja. Gut, ich würde aber sagen, ich beende dann trotzdem schon meine Part hier. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Ciao.